von YouTube. Wie im letzten Video schon erwähnt, habe ich ja jetzt die Servo 250 von Shinano Meyer bekommen. Und ich habe sie jetzt ausgepackt und mal in die Werkstatt gebracht und versucht sie jetzt hier zusammenzubauen. Und das wollte ich euch mal zeigen. Ja, als erstes wollen wir die Tischplatte montieren. Dazu habe ich die schon mal ausgepackt. Die legen wir jetzt erstmal hier auf den Drehzapfen. Vorsichtig, damit wir hier das Band nicht beschädigen. So. Schrauben dann schon mal vier Schrauben rein, aber nur handfest. Damit wir den Tisch gleich noch bewegen können. Das brauchen wir, um den gleich am Sägeblatt auszurichten. Als nächstes können wir den Drehzapfen hier in Arretierung lösen. Den nach vorne kippen. So haben wir die Möglichkeit, besser in diese Schrauben zu kommen. Sobald wir die vier Schrauben festgemacht haben, schwenken wir den Tisch wieder in eine horizontale Position. Gar nicht so leicht ist. So. Und arretieren wieder. Das wollen wir den Parallelanschlag montieren. Dazu brauchen wir erst die Führungsschiene. Die wird oft mit zwei Flügelmuttern gehalten und kommt runter. Das Einstellen von dem Tisch und dem Führungsanschlag, Parallelanschlag, machen wir dann zum Schluss. Wenn wir die jetzt lösen, haben wir hier die Möglichkeit, mal ein bisschen rumzuspielen. Das heißt, wir können es dann noch ausrichten. Im nächsten Schritt wollen wir den Parallelanschlaghalter auf der Führungsschiene montieren. Das sieht so aus. Jetzt hinten zwei Schrauben und hier vorne zwei oder eine große T-Nut bzw. ein T-Stück, wo der Parallelanschlag drauf geschoben wird. Genau, und hat so einen Klemmmechanismus. Wir legen das einfach hier drauf und klemmen den hinten fest. So, direkt mal ein kleiner Tipp. Hier unten ist so ein Plastikschutz auf dem Parallelanschlag. Wenn ihr den drauf zieht, der steht ja ein bisschen über. Ich habe ihn jetzt schon abgebrochen. Also müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich ein empfindliches Bauteil. Ich hoffe, es hat jetzt keinen Einfluss darauf, wie mein Parallelanschlag funktioniert. Aber ja, ist etwas frickelig. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, den Parallelanschlag drauf zu tun. Ich habe zwei T-Nuten, einmal hier und einmal hier. Und können wir jetzt hier drauf schieben, quasi. Und festziehen.
haben wir einmal einen hohen Parallelanschlag. Die andere Möglichkeit, wenn wir flache Stücke haben, so quasi drauf schieben. Ich würde sagen, das Ganze ist ein bisschen frickelig, aber es geht. So, wenn ich nicht festziehen und festmachen, da bewegt sich auch gar nichts. So, als nächstes wollen wir den Parallelanschlag parallel zu der Führungsnut hier ausrichten. So wissen wir, dass wir parallel sägen werden, weil wir das Sägeblatt danach auch parallel zum Tisch bzw. zum Anschlag ausrichten werden. Oder den Tisch zum Sägeblatt. Und das hier ist quasi unsere Referenz. Im Video von Maschinenhandel Meier, das kann ich euch auch nochmal verlinken, der Dominik einen coolen Trick gezeigt. Den brauche ich jetzt hier gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich schon gesehen habe, dass das super parallel ist, wenn man die Führungsschiene genau andrückt. Und zwar kann man, wenn man die Führungsschiene hier andrückt, und festzieht, dann kann man hier entlang fühlen. Das ist jetzt schon fast perfekt. Wenn es nicht perfekt ist, kann man einfach hier unten die Mutter lösen und ein bisschen verstellen. Mutter zuziehen. Hier auch. Schon hat man einen perfekt parallelen Anschlag. Ich sage, es ist wirklich leicht. So, im normalen Zustand sieht man hier jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, einen Spalt. Das heißt, mein Parallelanschlag hat keinen rechten Winkel zum Tisch. Den wollen wir jetzt als nächstes einstellen. So, ich will euch hier mal zeigen, wie man den Parallelanschlag anstellt. Hat hier diesen vier Schrauben. Ihr seht, ich habe hier einen kleinen Winkel von 1-2 Grad, der nicht passt. Die meisten nehmen den Schlosserwinkel. Ich habe jetzt nur so einen günstigen, keine Ahnung, wie genau der ist. Aber ich habe auch so einen Magnetdingsbums. Das Ding hat die praktische Funktion, dass ich diesen Tisch als Referenz einstellen kann. So drücke ich hier das Knöpfchen. Dann habe ich die Referenzfunktion. Dann lege ich den jetzt hier an. Dann sehe ich, alles klar. Ich habe 88,96 Grad mit dem Schlüssel. Ich brauche hier wirklich nicht viel drehen. Als nächstes möchten wir den Tisch bzw. den Parallelanschlag parallel zum Sägeblatt einstellen. Wir wissen ja, dass wir unseren Parallelanschlag schon parallel zur Nut eingestellt haben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze parallel zum Sägeblatt einzustellen. Wir könnten erst wie in der Anleitung, wie es in der Anleitung steht, quasi hier das Sägeblatt, das Lineal anlegen. Ich finde das aber bei so einem dünnen Sägeblatt sehr schwierig. Und dann könnten wir die Abstände messen, jeweils zur Nut, und den Tisch dann entsprechend verrücken. Ich finde, das ist keine so gute Lösung, weil ja, das Blatt ist, wie gesagt, sehr dünn und wabbelt sehr. Also es ist schwierig zu sagen, wann liegt man komplett an. Das ist nicht gut. Was wir machen werden, wir nehmen uns dieses kleinere Lineal zur Hilfe und pappen da Magnete hinten drauf. Zwei Stück. Und pinnen das quasi hier dran. Ich würde gerne ein längeres nehmen, aber meins ist relativ wabbelig, also es sollte schon stabil sein. Das kürzere ist relativ stabil. So, was wir jetzt machen. Wir schieben den Parallelanschlag jetzt rein.
und schauen. Wir können mit dem Tisch da noch ein bisschen spielen. Dass wir das möglichst nah rankriegen. Und spannen dann fest. Versuchen dann zu schauen, wie die Abstände sind. Ja, das Ganze wackelt natürlich noch sehr, aber. Ja, der hat auch eine leichte Biegung. Ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich finde, das hier sieht schon ganz gut aus. Jetzt können wir natürlich die Schrauben unten drunter richtig anziehen. Und dann war es das im Prinzip. So, wir möchten jetzt noch versuchen, den Tisch im 90 Grad Winkel zum Band auszurichten, um unseren Nullpunkt zu finden. Als Referenz, legen wir auf den Tisch. Das ist schon ziemlich genau. Ja, ziehen ihn fest. Mal schauen, ob man ihn festzieht. Dann tut sich da noch was. So, jetzt nachdem wir alles eingestellt haben, haben wir noch den Knopf montiert, den Anschlaghalter und ja, jetzt können wir eigentlich einen ersten Testschnitt wagen. Bandspannung scheint zu passen, war schon gut eingestellt, die ganzen Umlenkrollen und Führungen sind auch gut eingestellt, die Motorgeschwindigkeit ist auch korrekt eingestellt. Dann suche ich jetzt mal ein schönes Stückchen Holz und dann gucken wir mal, was das. Können. Ich habe hier ein Stückchen Zibrano-Holz geschnitten. Schnittbild. Sehr schön. Muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schauen wir mal. Die Parallele. Mal hier. Hier haben wir 0,8 genau. Und hier hinten. Minimal.
minimal drüber. Weniger als ein halber Millimeter. Das ist doch schon. Das ist doch schon ganz gut. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Die nächsten Projekte werde ich wahrscheinlich öfter mal die Kamera rausholen. Danke, macht's gut.